So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir ins Khat Bedro eingedrungen, haben dort alle Scherben eingesammelt, die wir für die Öffnung des Heiligtums benötigen, und haben die verlorenen Ritter auch wieder gefunden und sind jetzt dabei, Angorf zu besiegen. Angorf, der Grabesänger, hat die heiligsten Gewölbe von Khat Bedro entweiht und die Krypten der einzigen metronischen Könige für seine abscheulichen Zwecke in Beschlag genommen. Ein sehr sympathischer Mensch. Oder Regmann. Oder was auch immer er jetzt gerade ist, weil als Mensch würde ich ihn vielleicht nicht gerade bezeichnen. Wir werden nach Kräften helfen, aber bleibt weg von seinen Ranken. Hallo Dorian. Warum Dornen? Warum nicht Alefässer? So würde ich mein Allerheiligstes dekorieren. Ach, Darien. So, wir haben 1, 2, 3. Aber bitte sterbt mir alle nicht. Wo ist denn hier Gloria Fausta? Ihr seid also die eitlen Narren, die mir Glen Umbra entreißen will. Ja. Ich bin aktuell noch dabei. Angorf. Hallo. Wenn wow, ich war ein großer Mann. Werde ich euch als meine Dienerin wieder auferstehen lassen. Oh, da werden wir ganz viel Spaß miteinander haben, Angorf. Ihr werdet sterben. Schnell entfliehen, bevor seine Magie euch zerstört. Gut, so wie mit dem Wächter, ne? Ja, ne? Ja, nicht gerade allzu spannend, die ganze... Schnell entfliehen, bevor seine Magie euch zerstört. Die ganze Geschichte. Larien, wo seid ihr? So, das war's schon. Ihr also habt ich, es geschafft. Ja. Jetzt schnell, ab durch das Portal mit euch. Aber ich muss schon sagen, ich bin immer wieder ein kleines bisschen enttäuscht über die ganzen Endbosse, weil das halt nie irgendwas so Spektakuläres ist. Ich meine, mit Molagbar hatten wir schon so einige Knackpunkte. Aber das ist halt immer ein und dasselbe. Und da liegt er. Das würde er. Ruhig schlafen. Ich wollte mir den nochmal genauer angucken. Warum nimmt ihr mir den einfach weg? Unverschämt. Toll. Ja. Es war also ein spektakulärer Kampf von einer Minute, anderthalb Minuten. Genau so muss das eigentlich nicht sein, aber wir beschweren uns nicht. Wir hätten ja auch sterben können. Dann haben wir jetzt Glen Umbra so mehr oder weniger befreit. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Gut, vielleicht ist Spaß nicht das richtige Wort. Aber ihr wart wunderbar. Angorf ist endlich tot. Wir können euch gar nicht genug für all das danken, was ihr getan habt. Wo sind die anderen? Die anderen sind in ihren Zelten zusammengebrochen. Sie sind völlig erschöpft. Aber ich wollte euch bei eurer Rückkehr willkommen heißen. Und Celanis möchte mit euch sprechen. Er erzählt den Kommandanten der Löwengarde im Moment, was geschehen ist. Was will Solanis? Wer weiß. Vielleicht will er euch eine Medaille verleihen oder sowas. Nun geht ruhig. Wir kommen schon zurecht. Versprochen. Das hoffe ich doch. Hallo, Dorian. War das nicht ein Spaß? Neben euch kämpfe ich jederzeit wieder. Was ist mit unserer Taverne? Was ist mit unserem Date? Dorian, darauf habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefreut und werde wieder enttäuscht. Das... tot. Oh! Ist es nicht? Nee. Pingu? Nee, okay, den Spieler kenne ich nicht. Der König wird uns für das, was wir hier getan haben, dankbar sein. Einige von Angorfs Anhängern rennen immer noch frei herum, aber damit werden wir fertig. Vielleicht normalisieren sich die Dinge jetzt wieder. Was ist mit den Ranken ganz Glen Umbra? Ohne Angorfs Magie werden die Ranken hoffentlich verdorren und absterben. Nein. Wenn nicht, bin ich mir sicher, dass die Magiergilde einen Zauber aus der Tasche holt, der sie entfernen kann. Nein. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen um sie. Aber etwas bereitet euch Sorgen. Ja, aber mir fällt nicht ein, was genau. Man munkelt, die Lage im Norden wäre nicht viel besser. Nicht notwendigerweise wegen der Ranken oder so, aber es heißt, es gäbe da draußen noch andere Dinge, um die wir uns sorgen sollten. Was genau habt ihr gehört? Ich hörte, dass es Ärger in Köglin gibt. Irgendetwas Schlimmes ist dort oben passiert. Aber macht euch darum keine Sorgen. Wir haben gerade die Leute von Glen Umbra gerettet. Wir sollten feiern. Wo habe ich es nur hingetan? Wo habt ihr was hingetan?
Der König hat diese Rüstung für den Champion bereitlegen lassen, der Angorf besiegt. Sie war einer der Schätze von Dolchsturz und jetzt gehört sie euch. Sie ist eure Belohnung für all das, was ihr für dieses Land und seine Leute getan habt. Möge das Glück euch folgen, wohin ihr auch geht. Habt Dank. Sir. Sir. Sie haben ihn mitgenommen, Sir. Oh. Das sieht schon echt schnuckig aus, muss ich sagen. Wir können jetzt gleich mal gucken bei den Glyphen. Ich meine, diese ganzen Glyphen, die sind so oder so für uns relativ wichtig, aber die anderen irgendwie nicht ganz. Nur was einmal das hier. Das hier. Oh, den lassen wir einfach mal hier liegen. Der muss ich wahrscheinlich noch erholen. Und wen haben wir hier? Der Hauptmann. Sie kamen in der Nacht. Wir konnten nicht. Was konntet ihr nicht? Was ist geschehen? Wir waren auf dem Rückweg aus Dolchsturz, als unsere Karawane angegriffen wurde. Bretonen kämpften Seite an Seite mit Daedra. Sie haben uns fast alle getötet. Aber der Hauptmann, Sie haben den Hauptmann mitgenommen. Beruhigt euch, Soldatin. Habt ihr gesehen, wohin sie ihn brachten? Sturmhafen. Ruinen. An der Grenze. Dort haben sie ihn hingebracht. Ich werde euren Hauptmann finden. Gehen wir denn als nächstes nach Sturmhafen? Das... Nur kurz gucken. Okay. Ja, anscheinend ist unsere nächste Haltestelle Sturmhafen, aber die Haltestelle haben wir ja noch lange nicht erreicht. Sondern werden uns jetzt hier noch in den Umgraben ein bisschen umgucken und die übrigen Aufgaben erledigen. Die übrigen Gewölbe noch erkunden. Und da haben wir noch 2 und 3 besondere Orte fehlen uns auch noch. Also bin ich mal gespannt, ob wir die hier jemals finden werden. Aber die größte Bedrohung in Glen Umbra haben wir zum Glück bereits besiegt. War nicht ganz so spektakulär, aber sie ist immerhin verschwunden. Die Ebenerzgruft wurde einst von den adligen Gautiers von Camlon als Familienmausoleum genutzt, bis Terran Duke der Widerwärtige dieses als Laboratorium für seine abscheulichen nekromantischen Experimente missbrauchte. Oder verwendete, je nachdem, was das letzte Wort gewesen ist. So. Ja, das ist ganz überschaubar. Dornbefehle. Ja, übrigens, ich habe euren Anführer gerade getötet. Ja, also ihr könnt jetzt so verschwinden. Tja. Und weg waren sie. Nein, nicht aufhängen. Ja, beruhigt euch alle miteinander. So schlimm wird es schon nicht sein. Achso, toll. Das war ja nicht mal der Endboss. Dann war ich ein kleines bisschen zu übermütig. Aber diese Horde ist jetzt auch keine große Bedrohung für uns. Nein, das werdet ihr nicht tun. Nicht solange ich am Leben bin. So, wen haben wir hier noch? Euch. So, schnell. So, mal die Himmelsscherbe finden oder noch den Endboss. Umlieden. So, was haben wir denn hier? Warum kann ich denn das nicht mitnehmen? Sind das... Nee, sind das Herzen? Ja. Ist so groß ist ein Herz? Wenn es natürlich ein Herz ist. Ich bin ja kein Mediziner. Deswegen habe ich da auch jetzt nicht ganz so große Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Herz sein sollte. So, ein Hallo, Hilfe!
Erzfürst. Herzlich willkommen. Und gleich seid ihr wieder weg. Weil ich sehr stark und ihr schwach. Und weil ich ultimative Kraft eingesetzt habe und ihr nicht. Naja, ruft nur. Naja, ruft nur. So, machen wir die Himmelsscherbe, meine guten Freunde. Nein, vor allem haben die nicht gerade gesehen, dass ich gerade den Anführer und den Ebenherzfürst besiegt habe. Da müssen doch eigentlich alle schreien weglaufen. So, wo sind die Himmelsscherbe, Leute? Himmelsscherbe, ich brauche noch die Himmelsscherbe, dann lasse ich euch auch alle in Ruhe und keiner von uns muss hier irgendwie sterben, ne? Da haben wir noch alle was. Wir konnten so eine Win-Win-Situation für uns alle. Meine Güte. So, dann mache ich mal euch hier. Da jetzt hier alle, die sich bloß anlegen wollten, erledigt. Ja. Hallo, mein Schätzlein. So, sehr schön. Dann können wir uns ja wieder hinausbegeben. Haben jetzt 12 Minuten aktuell. Also knapp 12 Minuten ist Aufnahmezeit. Das heißt, wir könnten rein theoretisch noch was Neues anfangen, wenn wir rauskämen. Ich habe gerade noch eine wundervolle Truhe gesehen, die ich mir natürlich jetzt hier nicht entgehen lassen möchte. Ja, komm, komm. Hallo. Sterbt ihr mal bitte. Komm, schnell, 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 bevor er jetzt noch die Truhe sieht. Ich weiß, ich bin gemein. Aber bei Truhen kenne ich nichts. Tada. So, ein. Na gut. Na gut, es geht. Immerhin kann man da die Hälfte von meinem sehr hübschen, femininen Gesicht sehen. Und dann kann ich vielleicht da schon einige Sachen rumbiegen. Wenn da irgendeiner wieder aufmurkst, dann sieht er einfach meine wunderschöne untere Gesichtshälfte und sagt sich schon, oh nein, okay, gut. Ich lasse es durchgehen. Ich lasse es in Ruhe. Bitte, tretet durch. Naja. Geht schon. Das kann man schon mitleben. Also wir hatten ja schon schlimmere Rüstungsgegenstände an. Wo ich ja aussah wie so ein... Hallo, Truhe. So ein Abenteuer als Hobbyberufler. Hat trotzdem nicht mehr Schaden. So. Habe ich denn jetzt hier mein Schriebsling getan dort? Ja, ne, die Ranken. Das Solanus, der ist noch jung und naiv und glaubt, dass die Ranken eines Tages verschwinden werden, aber die werden für immer und ewig hier drinnen bleiben, in den Umbra. Die werden nicht einfach so verschwinden, wenn anders Magie verschwindet. Da ist er noch zu gutgläubig. So. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir noch auch ein Häuschen, wie ich das sehe. Die wundervollen Ranken. Wenn da wenigstens Blüten oder Blumen heraussprießen würden. Jetzt würde ich sagen, auch kommt, Leute, lasst die Ranken ja einfach mal vor sich hinranken. Ist ja alles schön und gut. Aber nee, die tun hier wieder aussehen wie 3 Tage Regenwetter. Ne? Wen haben wir hier? Syramelis Oris. Helft uns. Wir können nicht mehr lange widerstehen. Bald müssen wir ihrem Ruf folgen. Was stimmt nicht, Geist? Unsere Meister waren die uralten Herrscher von Hochfels, die so viele Jahre lang friedlich geruht haben.
Nun haben Blutdorn-Kultisten die Grabhügel gestört und die Herrschaftsinsignien aus den Grabmälern unserer Könige gestohlen. Wir können sie nicht aufhalten. Was hält euch davon ab, sie aufzuhalten? Der Blutdorn beraubt uns langsam unseres Willens. Wenn er die gestohlenen Insignien beschafft und sie in die Krypten zurückbringt, wird dies die Macht unserer Herrscher wiederherstellen. Sie sind von starkem Geist und unser gemeinsamer Wille kann den Kultisten trotzen. Ich spüre die Insignie. Sie ist noch in der Nähe. Ich werde die Insignien finden und in die Krypten zurückbringen. Diese Blutdornen sind nichts weiter als Grabräuber. Holt die Insignien zurück, die sie gestohlen haben, und legt jeden Gegenstand in das richtige Grab. Sie verstecken die Gegenstände in der Hütte des Friedhofswächters, südlich der Grabhügel. Wisst ihr, warum sie die Insignien genommen haben? Um unsere uralten Könige zu kontrollieren. Genau wie sie versuchen, uns zu kontrollieren. Wir hatten Frieden gefunden, Fremde. Still, in wachsamem Schlummer. Dann begannen die Schreie. Nicht nur in unserem Geist, sondern in unseren Seelen. Ihr habt geschrien? Nein, wir nicht. Zumindest anfangs nicht. Es waren laute, fordernde Stimmen. Sie schrien in unserem Geist. Sie brüllten: Unterwerft euch, unterwerft euch. Sie haben unseren Willen gebrochen und unsere Verteidigung durchstoßen. Sie wollen, dass wir uns ihnen anschließen. Was wisst ihr über den Blutdorn? Sie sind Diener von Molag Bal. Sie wollen Glen Umbra erobern. Bitte haltet sie auf. Wir können dem Blutdorn nicht mehr lange Widerstand leisten. Keine Sorge, eigentlich bin ich hier gerade durch Zufall vorbeigeschneit. Und jetzt finden wir den Ursprung. Die gesprungene Goldkrone müssen wir finden. Wir haben hier den Harald Windtal. Meine Güte, was haben denn die alle für Probleme hier? Aber erstmal die Truhe. Ich glaube, so viele Truhen haben wir in einer Folge noch gar nicht gefunden gehabt, jemals. Ist es die dritte oder die vierte? So, wo ist denn hier der Harald? Harald, ach, da unten. Dann bestimmt hier rein. Drücken wir hier rein? Ja. Hallo, Harald. Tötet mich nicht. Ich bin nicht... Halt. Ich bin nicht euer Feind. Was macht ihr hier unten? Ich verstecke mich. Ich wusste nicht, dass die Blutdorne diese Begräbnisstätte entweihen würden. Meine Ahnen liegen hier begraben. Mein Ur-Urgroßvater ist mir erschienen. Er hat verlangt, dass ich Buße für diese Schändung tue. Wenn ich das nicht mache, will er mich heimsuchen. Oh Gott. Bis ans Ende meiner Tage. Seid ihr kein Blutdorn-Kultist? Ich habe mit meinem Beitritt einen Fehler begangen. Wenn ich dort wieder hinausgehe, dann bringen sie mich um. Bitte helft mir, meine Vorfahren zu besänftigen. Die Blutdornen haben heilige Kerzen gestohlen. Bitte holt sie zurück und entzündet sie an den Grabmälern meiner Familie, damit meine Ahnen wissen, dass ich sie noch immer ehre. Ich stelle die Kerzen für euch auf. Sucht nach dem Grabmal des Patriarchen, dem der Matriarchen und dem des Sprosses der Windtals. Sie waren zu ihrer Zeit sehr wichtig. Ich würde vorschlagen, dass ihr das Grabmal des Windtalbegründers als letztes ehrt. Er war wirklich wütend. Er hat mir den Schreck meines Lebens versetzt, als er einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Warum seid ihr dem Blutdornkult beigetreten? Es kam mir damals wie eine gute Idee vor. Aber ich wurde nie in irgendwelche großen Geheimnisse eingeweiht. Laut dem Begründer bin ich dem Kult nur beigetreten, weil ich ein fauler Trottel und ein ungeschickter Tunichtgut bin. Er hat mich wirklich fertig gemacht. Oh, was werdet ihr tun, wenn ich euch helfe? Ich werde alles tun, was ich kann, um meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde von hier verschwinden und nach Dolchsturz zurückkehren. Ich werde mir eine ordentliche Arbeit suchen. Vielleicht helfe ich meinem Vater in seiner Schneiderei. Ich werde in absehbarer Zeit sicher keinem Kult mehr beitreten. Auf keinen Fall. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr dem Kult beigetreten seid. Wegen Angorf. Er schien wie der starke Anführer, den Glen Umbra so sehr braucht. Er kann sehr überzeugend sein. Ich habe nie an das Leid gedacht, das wir anrichten, bis mir der Geist meines eigenen Vorfahren gegenübergetreten ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man Angorf in seinem Zustand gesehen hat, so wie er aussah mit seiner Holzmaske und seiner etwas sehr fahlen Hautfarbe und den Ranken, die aus seinem Körper sprießen, dann ist es für mich jetzt nicht ein Bild eines Anführers, der mich beeindruckt oder wo ich dann das Gefühl habe, okay,
Zu dieser Person sehe ich auf und ich finde gut, was diese Person macht. Habt ihr denn keine Angst, dass der Kult Vergeltung üben könnte? Natürlich habe ich das. Ich habe so viel Angst, dass ich nicht einmal mehr klar denken kann. Deshalb bettle ich euch doch um Gnade und Hilfe an. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mich davon. Nach Norden, nach Osten. Dorthin, wo meine Füße mich auch immer tragen. Ich werde die Kerzen für euch aufstellen. Sucht nach dem Grabmal des Patriarchen. Achso, ja, okay, das hatten wir schon. Ja gut, dann machen wir mal hier den ganzen Spaß noch. Wir müssen halt dann nur ein paar Kultisten töten. Und diese eine komische gesprungene Goldkrone finden. So, aber erst müssen wir doch die Kerzen finden. Ja genau, finde bei der Mission kommt die Kerzen. So. Aufteilen! Das ist ja die Frage, warum haben die überhaupt Kerzen einstecken? Wollen die sich ja allen romantischen Abend zusammen machen? Kerze. Da oben hatten wir jetzt noch gerade jemanden. Im Laufschritt! Na komm. Okay. Hä, was muss ich denn jetzt finden? Jetzt muss ich das schwarz... Hey. Wie viele Krypten gibt es... Gottes Willen. Meine Güte. Wie groß ist denn dieses Gebiet hier? So. Braucht er ja nicht mehr. Was haben wir hier? Blutdorntruhe. So, haben wir die andere Insigne. Und dann müssen wir hier noch den Kleiderschrank durchspülen. Haben wir noch alles jetzt soweit gefunden? Dann würde ich mal kurz sagen, gehen wir mal kurz hier hin. Zu dem Wegschrein. Grabmal da vergessen. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ja, da weiß ich auch, was uns erwarten wird an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, wo sich das letzte Gewölbe auch befindet. Es wird entweder bestimmt hier irgendwo sein oder hier irgendwo. So, bring den gravurenverzierten Trophäenstoßzahn zurück. Mal gucken, was passiert. Ich werde auf ewig ehrlos sein. Ich habe meiner Herrin, der Smaragdprinzessin, gegenüber versagt. Ich bin meines Postens nicht mehr würdig. Wer war die Smaragdprinzessin? Sie war unsere geliebte Herrscherin. Eine Königin von großem Kriegsgeschick und unübertroffener Schönheit. Ihr Schild, die grüne Ägis, hat sie im Kampf beschützt. Er war das Zeichen für unsere unsterbliche Treue zu ihr. Mhm. Sehr schön. Dann bringe ich mal die grüne Ägis wieder an ihren Platz. Und wieder verteidigt die grüne Ägis die Ruhestätte ihrer Herrin. Mhm. Harald, wart ihr das? Oder wer war das? So. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir das Schwarzeisenschwert. Ich war zu schwach, um das Grabmal meines Herrn, des Eisensohns von Hochfels, zu beschützen. Wer war der Eisensohn? Er war ein mächtiger Herrscher im alten Kamlorn. Seine mächtige Klinge aus Eisen, das vom Himmel herabfiel, schuf eine prächtige Dynastie. Im Krieg wie im Frieden regierte er durch das Schwert. Mhm. Dann haben wir hier auch einen Blutdorn. Der Brand stift doch immer wieder, ne? Die treibt hier Unwesen.
Bin ich wirklich so groß? Hab ich mich wirklich so... Und wieder verbrennt die Flamme des Eisenkönigs jene, die seine Klinge stehlen wollen. Aber warum habe ich mich... Ich dachte, ich hätte mich eigentlich bei der Charaktererstellung eigentlich als eine normal große Frau jetzt so erstellt. Aber anscheinend bin ich doch überdurchschnittlich groß. Was mich ein kleines bisschen irritiert. Ich stelle mir hier noch die Kerzen auf. Ach, da haben wir hier die feste Gruftwacht. Das klingt ja auch wieder einladend. So, dann müssen wir noch hier oben, genau, die Kerze aufstellen. Ich konnte die Insignien meines erhabenen Herrn, des Goldprinzen, nicht beschützen. Wer war der Goldprinz? Er war ein Herrscher von großem Reichtum und Ansehen. Er brachte Handel und Wohlstand nach Hochfels. Die Macht des Prinzen lag in seinen unermesslichen Vorräten an Gold, dem Balsam, der alle Verstimmungen zu lindern vermag. Ja, merkt man auch, dass der hier sehr viel Reichtum eingebracht hat in Hochfels, weil ne, keiner hatte sonst hier Geiselbeeren, Minze, Bittergrün und Hirse, ne? Da sieht man mal schon, wo der Reichtum herkommt. Und wieder beschützt der Stolz des Goldprinzen seine Schätze. Genau. Und vielleicht müssten die hier auch mal irgendwelche Wachen positionieren, die die Insignien auch nochmal schützen. Weil es kann immer wieder jemand kommen und sagen, ach nö, ich möchte jetzt mal die ganzen Insignien klauen und mal hier wieder ein bisschen Nekromantie ins Spiel bringen. Dann wird es immer wieder passieren. Ich habe versagt. Ich konnte die Trophäen des Meisterjägers, des Elfenbeinfürsten, nicht beschützen. Wer war der Elfenbeinfürst? Mein Herr war ein Jäger. Von Himmelsrand bis Walenwald stellte er gefährlicher Beute nach. Keine Bestie konnte ihm entrinnen. Kein Ziel seinem Pfeil ausweichen. Es brauchte viele Meuchler, um ihn niederzustrecken. Sehr interessant. Sieht schon sehr atemberaubend aus, wenn wir hier... Und wieder verteidigt der Stoßzahn des Elfenbeinfürsten seine Schätze. So, nochmal eine Kerze. Dann haben wir ja eigentlich alles soweit erledigt. Oh, hallo. Steckt weg eure Waffe. Ich mag zwar tot sein, aber euer Feind bin ich nicht. Wer seid ihr? Wisset, Sterbliche, dass ich Donel Delein bin und ehedem König von Dolchsturz. Eure Taten sind nicht unbemerkt geblieben und ich danke euch für eure Hilfe. Die Gefahr ist jedoch noch nicht vorüber. Diese Nekromanten planen, uns zu versklaven und uns gegen unsere Nachfahren zu wenden. Die Blutdornen mögen zwar nicht länger unsere Gräber schänden, aber unsere treuen Ritter schweben noch immer in Gefahr. Die Grabräuber setzen seelenverkrümmende Zauberei ein, um sie zu versklaven. Was soll ich tun? Erschlagt diese Blutdorn-Kultisten. Rettet die Geister, die sie zu versklaven versuchen. Zu meinem großen Bedauern ist Sir Granden ihrem üblen Ruf bereits gefolgt. Findet sein Grabmal im Osten und vernichtet ihn. Sobald das geschafft ist, sucht mich auf dem Hügel mit den Denkmälern. Ich werde die Geister befreien und Sir Granden vernichten. Tötet die Blutdornen, zerstört ihre Macht über unsere Diener. Unsere Diener sind treu und ehrlich. Diese Hingabe darf nicht mit Sklaverei vergolten werden. Wer war Sir Granden? Sir Granden war ein großer Held von Hochfels. Am Pass nach Sturmhafen stellte er sich ganz allein den wütenden Nord entgegen und schlug die Invasoren zurück. Als erster Geist, der an die Blutdornen gefallen ist, wird er ein furchteinflößender Gegner sein. Ach, ich habe schon schlimmere Gegner besiegt. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Da werden wir Sir Granden besiegen und werden den letzte Kerze entzünden und werden uns dann in der nächsten Folge nochmal nach hier unten begeben und dort diese Gruft der alten Könige betreten.
Und ja, und ich denke mal, in der übernächsten Folge werden wir uns dann nach Kreuzgrad begeben, beziehungsweise das letzte Verlies in Angriff nehmen, und dann haben wir Glen Umbra auch soweit schon erledigt. Das ging, also finde ich, relativ langsam voran. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Glen Umbra jetzt das längste Gebiet gewesen ist. Kann sich natürlich auch irgendwie täuschen, weil es einfach so lang gezogen ist. Aber nun gut, wir werden dann mal schauen, wie viele Folgen wir insgesamt in Glen Umbra verbracht haben. Und ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet.